Kolejwizja, Herman Schmittendorf. Serdecznie witam w naszym magazynie. Jestem tutaj przed budynkiem berlińskiego dworca wschodniego, Berlin Ostbahnhof. Kolejwizja, Herman Schmittendorf. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins. Ich stehe hier vor dem Gebäude des Berliner Ostbahnhofs. Von hier aus machen wir uns gleich nach einer sechsjährigen Pause auf die Fahrt mit dem Zug ECIC Wawel von Berlin über Wrocław, Breslau nach Krakau. Enthusiastów kolejnictwa zaprotestowaliśmy wspólnie, kiedy ten pociąg Wawel został skreślony przez niemiecką kolej Deutsche Bahn. Vor sechs Jahren protestierte unsere Redaktion genauso wie viele andere Bahnfreunde, als die Deutsche Bahn diese Verbindung strich. Umso mehr sind wir glücklich, dass der neue alte Zug EC Wawel jetzt auf die Gleise zurückkehrt und wir wollen ein Stück mit ihm fahren. Viel Vergnügen! Der Eurocity Wawel begann seine Fahrt am Berliner Hauptbahnhof. Als der Zug bereits im Rollen war, ertönte am Bahnsteig diese Ankündigung. Gleis L steht EC 57 nach Krakau über Frankfurt Oder. Abfahrt 10:37 Uhr. Platform 11 EC 57 to Krakau via Frankfurt Oder. Departure 10:37 Uhr. Steht bereit zur Abfahrt. Wie das? Der Zug fährt doch schon. Böse Zungen könnten ironisieren. Diese Ankündigung ist genauso pünktlich wie viele Züge der Deutschen Bahn. Doch diesmal sind Lokomotive und Wagen polnisch. Der Zug fuhr pünktlich ab, also kam die Ankündigung schlicht zu spät. Nicht nur die Ansage am Hauptbahnhof war fehlerhaft. Die Uhr in einem der Abteile lief eine Stunde zu schnell und der deutsche Zugführer verhedderte sich und verwirrte die Reisenden, indem er per Lautsprecher eine schöne Reise nach Warschau wünschte. Wir machten ihn darauf aufmerksam, schnell korrigierte er seinen Fehler. Meine Damen und Herren, nun, dieser junge Zugmanager erinnerte sich eindeutig nicht daran, dass sein Arbeitgeber Deutsche Bahn bis vor sechs Jahren täglich eine solche Verbindung nach Krakau angeboten hatte. Damals informierten wir darüber in unserem polnischsprachigen Fernsehprogramm. Berlin, Dworzec Główny. Z tegoże miejsca, czyli przed budynkiem. Berlin Hauptbahnhof. Von hier aus, also vor dem Bahnhofsgebäude, werden fahrplanmäßig Busse der Relation Berlin-Wrocław abgefertigt. Gummi statt Schienentransport soll so die Zukunft aussehen im Personenverkehr zwischen Berlin, Wrocław und Krakau? Derzeit läuft er noch, der Eurocity 248 Wawel zwischen Wrocław-Breslau, Berlin und Hamburg. Im Dezember 2014 mit der Einführung des Winterfahrplans wird dieses Zugpaar jedoch von der Bahnlandkarte verschwinden. Es ist die letzte direkte Verbindung zwischen Berlin und Niederschlesien. Früher verband dieser Zug Krakau mit Berlin, aber das ist lange her. Derzeit empfehlen Online-Informationsportale Bahnverbindungen von Berlin nach Krakau über Stettin oder Warschau. Auf der Bilanzkonferenz der Deutschen Bahn fragte Kolejwizja das zuständige Vorstandsmitglied, warum diese Bahnverbindung verschwindet. Was die komplette Zugverbindung angeht, sind wir da nicht alleine unterwegs, sondern sind auf die Zusammenarbeit mit der BKB angewiesen, die, ich sag mal, dort kein Interesse an der Fortführung hat. Und es ist eine Verbindung, die übrigens wirtschaftlich weit, weit davon entfernt ist, den Nachweis zu erbringen, dass das eine attraktive Geschichte ist. Wir haben die Fahrgastzahlen des Eurocities beobachtet. Der Eurocity hatte sich eigentlich schon hochgerappelt. Die deutschen Fahrgastzahlen sind etwa auf 100 angestiegen, 110. Das ist natürlich nicht befriedigend, aber die Fahrzeiten sind ja auch noch schlecht. Aber das Angebot von Bussen der DB hat natürlich zu einer Halbierung des
Fahrgastaufkommens beigetragen. Diese Maßnahme wurde auch mit der polnischen Seite nicht abgestimmt. Im Berliner Hauptbahnhof fährt ein Zug ein. Vor dem Gebäude steht sein Konkurrent, ein Verräter mit dem Namen DBIC-Bus. Diese Busse verkehren seit April 2013 zwischen Berlin und Niederschlesien. Die Einführung der Busse erfolgte in tiefer Konspiration, hinter dem Rücken von PKP Intercity und den deutschen Behörden. Der Senat hat es nicht strukturiert über die Deutsche Bahn erfahren, sondern zufällig. Ja, sowas kann man ja zufällig erfahren, wenn nämlich ein Mitarbeiter eines Bezirksamtes, wo der Antrag für eine Bushaltestelle des DB-Busverkehrs gestellt wird, zufällig merkt, Butter, da soll offensichtlich eine Bahnverbindung ersetzt werden, weiß das der Senat eigentlich schon. Und dann hat er den Senat angerufen und der Senat hat die PKP angerufen. Ich finde das ziemlich traurig. Man könnte auch sagen, eigentlich, mehr würde ich das im Augenblick gar nicht sagen, da merken wir alle. Und die Deutsche Bahn? Das zuständige Vorstandsmitglied versteht die Aufregung nicht. Wenn Sie vier Fernbusverbindungen ansprechen, dann möchte ich Ihnen nochmal die Relation erläutern. Vier Fernbusse ist etwa eine Platzkapazität so im Bereich von 160 bis 200 Plätzen über den ganzen Tag. Das ist weniger als die Hälfte von einem einzigen Zug. Bei normalen nachbarschaftlichen Beziehungen würde die Deutsche Bahn den Vertreter der PKP-Gruppe in Berlin, Robert Weitschuk, über ihre Absicht informiert haben, einen gemeinsamen Zug mit dem Bus Konkurrenz zu machen. Aber solche Informationen kamen nicht. Gut möglich, dass die PKP-Gruppe aufgrund dieses Vorfalls im Sommer 2014 ihr Büro in Berlin schloss. Schade, der Vertreter der polnischen Staatsbahnen in Berlin war eine Art Bahndiplomat. Für die Transportbranche und die Politik war er das Gesicht der polnischen Eisenbahnen. Doch dann kamen die Busse und Herr Robert ging. Im Hauptquartier der PKP SA teilte Maciej Butowicz-Kolewizja dazu mit, Zitat, die Schließung der Repräsentanz in Berlin durch die PKP SA ist das Ergebnis der finanziellen Optimierung des Konzerns und der Überarbeitung der Tätigkeitsbereiche dieser Filialen. Unter Berücksichtigung der von den Unternehmen der PKP-Gruppe ermittelten Bedürfnisse wurde eine neue Form der Zusammenarbeit mit dem Bahnsektor im Ausland eingeführt, ohne die Unterstützung durch PKP-SA-Repräsentanzen. Ende des Zitats. Einfach ausgedrückt, nicht alle PKP-Unternehmen haben vom Berliner Büro das bekommen, was sie erwartet hatten. Und jedes musste etwas dazu zahlen. Jetzt kümmert sich jedes PKP-Unternehmen um seine eigenen Angelegenheiten auf eigene Rechnung. In Bezug auf den Wawel-Zug teilte Marta Ziemska von PKP Intercity Kolewizja mit, aufgrund des sehr geringen Interesses der Fahrgäste am Wawelzug, der derzeit auf der Strecke Wrocław-Hamburg über Berlin verkehrt, gibt PKP Intercity die Verbindung auf. Wir schätzen die Professionalität von Frau Martha, die davon Abstand nahm, das Verhalten der Deutschen Bahn zu kommentieren. Und der Wawelzug? Nach Abschluss der Gleisarbeiten auf der Fahrtstrecke kommt der Zug vielleicht 2017 zurück. Wir werden warten. Nun, das Warten hatte Erfolg, wenn es auch 3 Jahre länger dauerte als erhofft. Der Bahnexperte Jürgen Murach war schon vor 6 Jahren unser Gesprächspartner. Jetzt, am ersten Tag des erneuten Verkehrs auf der Strecke Berlin-Krakau, war es für ihn eine Ehrensache, diese Verbindung wieder zu nutzen. Ja, sie waren, die Stilllegung war ein wichtiges Symbol des Protestes. Wir hatten am 13. Dezember 2014 eine Beerdigungsfahrt organisiert. Da haben sich spontan 80 Teilnehmer angeschlossen von der Industrie- und Handelskammer, von den Fahrgastverbänden und sogar von der Universität Breslau. Uns wurden 2000 Protestunterschriften übergeben und wir haben es dann natürlich sehr stark für diese Tagesrandverbindung nach Breslau eingesetzt. Und als Übergangslösung haben ja die Länder Berlin und Brandenburg auch den Kulturzug, Pension Culture, auch finanziert. Und wir hatten immer bei allen Zusammenkünften mit der DB diesen Zug zurückgefordert. Und wichtig war auch der Bahngipfel von Ministerpräsident Woidke. Und letztlich hat die Finanzierung dieses Zuges auch geklappt, weil die polnische Seite auch einen Zuschuss gegeben hat. In Polen ist es auch üblich, dass wichtige Fernzüge bezuschusst werden können.
Anlässlich der Streichung des Zuges Berlin-Breslau-Krakau entstand sogar dieses Amateurvideo zum Protestlied des Musikers Tobias Panwitz. Sie haben den Zug nach Breslau abgeschafft. Hab's jetzt nicht geglaubt, er ist nicht gerafft. Seit 170 Jahren von Berlin nach Wrocław. Wollen die, dass wir Bus fahren, dann haben sie's geschafft. 170 Jahre lang. 170 Jahre lang. Eine liebenswerte Kombination aus Lyrik, Musik und Faszination für Eisenbahnen. Und Herr Tobias singt sogar Wrocław schön sauber auf Polnisch, wo ein Wille ist. Seit dem 19. Jahrhundert. 2013 erfolgte die Einführung von IC-Bussen auf der Strecke Berlin-Opporle-Oppeln ohne Rücksprache mit der PKP. Der Bahnbetreiber Deutsche Bahn wollte offenbar zum Busriesen werden. 2017 wurden unter der Marke IC-Bus 45 Verbindungen in 11 europäischen Ländern betrieben. Aber die wirtschaftlichen Realitäten rächten sich an der Deutschen Bahn. Flixbus und Leo Express boten interessantere und günstigere Busverbindungen an. So stellte die Deutsche Bahn 2016 den Fernverkehr unter der Marke Berlin Linienbus ein und 2020 ihr komplettes Fernbusangebot. 170 Jahre lang. Den Experten Jürgen Murach fragten wir, ob etwas über eine Entschuldigung der Deutschen Bahn bei der PKP bekannt sei oder ob vielleicht jetzt zumindest gesagt wird, wir haben damals mit diesen Bussen die falsche Entscheidung getroffen. Nein, überhaupt nicht. Aber bei uns, die PKP Intercity hatte uns gegenüber erklärt, dass es zu einer starken Verärgerung auch der polnischen Regierung geführt hat, dass diese Busverbindung nicht abgestimmt worden ist mit den Partnern. Und letztlich hat auch diese Busverbindung dazu geführt, dass die polnische Regierung den Zuschuss für den alten Wawel eingestellt hat. Das war der Todesstoß. Der Eurocity Wawel fuhr zum Schluss teilweise nur mit zwei Wagen und es gab kein Catering. Und bei unserer letzten Trauerfahrt funktionierte die Zugheizung nicht. Wir kamen also mit zwei Wägelchen ziemlich durchgefroren an. Und es gibt ja jetzt auch mehr Druck vom Bundesverkehrsministerium auf die DB, auch im Hinblick auf die Klimakrise, dass auch mehr Druck ausgeübt wird, dass die europäischen Verbindungen wieder reaktiviert werden. Jürgen Murach, Ingo Koschenz vom ProBahn Fahrgastverband und Hans-Joachim Hacker, langjähriger SPD-Bundestagsabgeordneter und Aktivist für Bahnverbindungen zwischen Deutschland und Polen, posierten für Gedenkfotos. Eine schnelle Inspektion der Reisezugwagen. Die Beleuchtung ist modern, die Sitze sind angenehm, die Digitalleiste für die Anzeige reservierter Sitzplätze ist gut lesbar. Die Wagen wurden von der Schienenfahrzeugfabrik FPS Cegielski in Poznań-Posen gebaut. Funktionell sind auch die Tische an den Sitzen und die Regale zur Aufbewahrung größeren Gepäcks. Wir fahren im Bahnhof Frankfurt-Oder ein. Auf dem Bahnsteig treffen wir den unermüdlichen Bahnförderer der ostbrandenburgischen Industrie- und Handelskammer Guido Noack. Wie immer mit seiner Anti-Corona-Maske und der Aufschrift Ich liebe die Ostbahn.
Eine schnelle symbolische Begrüßung durch die Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeitsgruppe für die Zusammenarbeit mit Polen. Dann fährt der Zug weiter. Wir erkunden den Restaurantwagen. Gut, dass diese Oase der Erholung für Reisende trotz der Pandemie weiter geöffnet ist. Ja, fahren ja immerhin mit einer Fahrzeit von 3 Stunden 59 Minuten vom Ostbahnhof bis Breslau. Und das war nur möglich, weil weil in Polen die Strecke, die saniert worden ist, erstmal von 70 Stundenkilometer auf 120 Stundenkilometer. Das ist ja ein transeuropäischer Vorradkorridor, der von Swinoujscie nach bis zur tschechischen Grenze geht. Und dadurch ist diese Fahrzeit erst verwirklicht worden. Wir haben in einer Studie ausgerechnet, dass wenn die Strecke elektrifiziert ist, die Lücke von Cottbus nach Borka, dass Fahrzeiten von 2 Stunden 55 zwischen Berlin und Wrocław möglich sind. Das Mittagessen ist frisch zubereitet. Guten Appetit. Vielleicht noch einige Worte zur Elektrifizierung der Bahnstrecke auf deutscher Seite. Ja, immerhin wird der Fernverkehr aufrechterhalten, der Berlin-Warschau-Express, trotz der gesunkenen Zahlen. Aber es gibt leider keine Verbesserungen. Es gibt Verschlechterungen auf der Ostbahn. Leider muss ja für 2 Jahre die Ostbahn wegen dem Brückenneubau gesperrt werden. Aber wir hoffen, dass als nächste Stufe der 2-Stunden-Takt im Berlin-Warschau-Express eingeführt wird. Es war eigentlich geplant, bis 2023 einen kompletten 2-Stunden-Takt zu haben. Wir haben in der Arbeitsgruppe Verkehr der deutsch-polnischen Regierungskommission als Vision 2040 auch das Ziel festgelegt, dass es auch nach Breslau einen 2-Stunden-Takt gibt, sowohl über Zielona Góra als auch über die Strecke Cottbus, wo auch der Flughafen BER angebunden wird. Wichtig ist natürlich, dass das durch das Kohlestrukturprogramm die Elektrifizierungslücke zwischen Cottbus und Horka geschlossen wird. Ja, wichtig ist, dass man durch dieses Kohlestrukturprogramm unabhängig von der sogenannten Kosten-Nutzen-Analyse des Bundesverkehrsministeriums ist, die immer dazu führt, dass dass grenzüberschreitende Bahnstrecken einen schlechten Wert haben. Und da geht es wieder nach raumordnerischen Gesichtspunkten. Und über das Bundesverkehrsministerium hätten wir nie geschafft, diese Elektrifizierungslücken zu schließen. Weil sie nicht den Güterverkehr berechnen, sondern nur Personenverkehr. Ja, das Problem der Nutzen-Kosten-Analyse des Bundesverkehrsministeriums ist, dass der grenzüberschreitende Verkehr überhaupt nicht erfasst ist, weil Polen keine Prognosedaten hat für das Jahr 2030. Da wird eher nach EU-Förderperioden Gesichtspunkten gemacht. Deswegen ist praktisch das Verfahren des Bundesverkehrsministeriums nicht vereinbar mit den Planungsprinzipien auf polnischer Seite. Ein kurzer Stopp in Zielona Góra. Fortschritt. Ja, okay. Hallo. Hallo. Wir freuen uns. Ja, ja. Wszystkiego najlepszego. Danke, dziękuję bardzo. Kollegin aus Politik und Verwaltung der Wojewodschaft Lubuskie stürmte zu dem Personenwagen, wo Jürgen in der Tür stand, den bevorstehenden Festtagen entsprechend, sogar mit Geschenken. Wir nutzen jetzt eine für den Personenverkehr stillgelegte Strecke, die modernisiert worden ist für den Eurocity Wawel, aber auch für den Nachtzug nach Wien, damit Liegnitz, die Stadt Liegnitz, noch eingebunden werden kann. Und die Strecke wurde dann die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 120 Stundenkilometer erhöht. Und seit wann ist das jetzt hier? Seitdem der Nachtzug nach Wien eingeführt worden ist, vor 2 Jahren. Das heißt, man kann die Strecke wurde im Jahr 2000 stillgelegt. Es fuhr ein Nachtzug nach Swinoujscie über diese Strecke, aber die diente nur dem Güterverkehr, war ziemlich heruntergekommen. Und ist auch eingleisig, aber modernisiert jetzt. Das Städtchen Lubaan hat damit auch eine Anbindung. Ja, wir empfinden jetzt eine angenehme Fahrtgeschwindigkeit. Man merkt, die europäischen Eisenbahnverbindungen funktionieren immer besser. Deswegen muss da mehr Geld reingesteckt werden. Wir müssen Deutschland mit den Nachbarstaaten viel effektiver verbinden. Und unsere Reise heute, Wiederaufnahme des Zuges nach Krakau, ist ein gutes Beispiel,
dass diese Bemühungen aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft heraus Unterstützung erfahren müssen. Ein kurzer Stopp in Lubin. Wir lassen unser Gegenstück, den Zug Krakau-Berlin, auf dem Nachbargleis passieren. Und was wird aus dem Kulturzug? Der Kulturzug wird zusätzlich angeboten. Das war sehr schwierig, weil die Deutsche Bahn ihre Geldforderung erhöht hat um 200.000 Euro. Wir hatten das gar nicht im Haushaltsplan vorgesehen, aber dadurch, dass der Kulturzug etwas später angeboten wird, wir haben eine Pandemie, schaffen wir es jetzt ab voraussichtlich März, April ihn wieder anzubieten. Da haben wir also am Wochenende 3 Verbindungen nach Breslau. Und die Finanzierung ist jetzt doch gesichert? Ja, wir hatten ja noch den alten Betrag drin und die DB wird etwas entgegenkommen und wir schaffen es auf der Basis unserer Haushaltsanmeldung, den zu finanzieren. Ja, wir hoffen, dass in der Ost-West-Achse sich einiges tun wird, auch Richtung Baltikum. 2026 ist ja die Rail Baltica in großen Teilen fertig. Man kann also mit europäischer Normalspur bis nach Tallinn fahren und wir hoffen, dass auch Nachtzüge angeboten werden können. Zumindest in der Erklärung der europäischen Verkehrsminister ist ja der Korridor Warschau, Amsterdam, Brüssel auch vorgesehen, dort auch wieder Nachtzugangebote zu reaktivieren. Und da könnte man jetzt sich vorstellen, dass das auch irgendwie von Polen ausgeht, so zum Beispiel. Ja, die Deutsche Bahn ist ja nur bereit, sozusagen als Lohnkutscher mitzumachen. Sie investiert nicht in Fahrzeuge und die PKP Intercity ist eher bereit, auch in Lokomotiven und Schienenfahrzeuge zu investieren. Zum Beispiel in die E-Loks, die Siemens-Lokomotiven zum Beispiel, die auch diesen Zug zieht. Die Ankunft in Breslau war im Grunde pünktlich, denn was ist schon eine Verspätung von nur 2 Minuten? Trotzdem fuhr der Zug erst nach einem fast 15-minütigen Halt weiter. In der Zwischenzeit schienen Wagenmeister am Zug eine Bremsprobe durchzuführen. Wir konnten nicht feststellen, ob dies eine Ausnahme sein soll und was dahinter steckte. Aber wir hatten das Vergnügen, mit anderen Bahnbegeisterten zu sprechen, die wie wir auf die Abfahrt des Wabelzuges warteten, um ihn zu fotografieren. Es war schön zu hören, dass sie auch regelmäßig unser Programm Colevisia schauen. Der Wabel fuhr weiter und die Reisenden aus Berlin eilten zum Zug der niederschlesischen Eisenbahn KD, um die Rückfahrt anzutreten. Das war eine weniger bequeme Fahrt. Der KD-Zug beendete seine Tour am deutschen Grenzbahnhof Forst. Bislang fährt dieser Zug nur an Wochenenden so weit. Gut, dass es Sonntag war. Von Forst fuhren dann weitere, diesmal deutsche, Züge zunächst nach Cottbus und von dort nach Berlin. Aber es klappte alles. Den Wabelzugverbindungen wünschen wir ein langes zweites Leben. Für heute ist das alles in unserem Programm, das Ihnen hoffentlich gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also, so wird's sehen, ja.